Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier. 16. Juli 1965. Die Innenstadt meldet Land unter. Tagelange ergiebige Regenfälle, vollgesogene Böden, steigende Pegelstände von Heder, Wellebach und Rotebach. An der Brücke über die B1 stauten sich die Wassermassen der Heder und ergossen sich dann in die tiefer liegende, nahe Innenstadt. Und vom Thüler Tor schwappte die andere Hochwasserwelle in die Stadt, Verursacher der hier fließende Rotebach. Am damals zu engen Durchfluss des Rotebaches stauten sich die Wassermassen und fluteten die Innenstadt bis zu einer Höhe von 1,50 Meter. Der Rotebach, bei normalen Wetterlagen kaum einen Meter breit und meistens nur wenige Zentimeter tief. Und ein solches Rinnsal, so fragt man sich, brachte das meiste Wasser bei der Überflutung der Innenstadt? Tief im Osten der Stadt, an der L636 Richtung Oberntudorf, Gemarkung Welzöden, dort liegt das Wasserreservoir des Rotebaches in unmittelbarer Nähe von Tölles Erdbeerplantagen am Abzweig Richtung Alfen. Nach der offiziellen amtlichen Gewässerstationierungskarte des Landes Nordrhein-Westfalen beginnt hier der Rotebach. In weitem Bogen verläuft er durch die Welzödener Ackerflur, etwa 1,4 Kilometer. Die umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen fallen zum Bachlauf ab, sodass bei starken Niederschlägen Oberflächenwasser in den Rotebach fließt und ihn rasch ansteigen lässt. Dann wird der Bachlauf von hohem Baumbestand umgeben, der sich bis zum Dreckburgweg erstreckt. Nach dem hier recht großzügig erweiterten Durchlass strebt der Bach der Dreckburg zu. Das neue Wahrzeichen am Ostrand der Stadt wird von einer Kräfte umgeben, deren Wasser sich aus dem Rotebach speist. Am Rande des Wohngebietes auf den Beenen fließt der Rotebach vorbei, tangiert das Freibad Selzer Lagune und das neue Wohngebiet am Rotebach bis zum Thüler Tor. Nach dem Hochwasser von 1965 wurde hier der Durchlass unter die B1 erheblich vergrößert und damit das Wassermassennadelöhr beseitigt. Und nach dem Thüler Tor gleicht der Rotebach eher einem Rote Kanal, der am Heder Center vorbei bis zum Mündungsbereich führt. Unterhalb der Eisenbahnbrücke über die Heder geht's zu Ende mit dem Rotebach, der am 16. Juli 1965 und, das sei der Vollständigkeit halber hinzugefügt, am 20. Juli des gleichen Jahres der zweiten Hochwasserwelle seinen großen Auftritt hatte. Dabei ist es bis heute geblieben. Und das ist auch gut so. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe.